Wenn Sie nähere Informationen wünschen, berühren Sie bitte den Bildschirm. Guten Morgen, Dr. Trautmann. Guten Morgen, Carsten. Jetzt kommen wir in die Frage. Welche Artefakte brauchen Sie? 12.04 und 12.08. Der Warntruhe und der Steigbügel. Das wissen Sie natürlich aus dem Kopf. Apparatstaffel, grüß Gott. Ja. Wie war Ihr Name? Ja, und wo? Ja, ist recht. Wir kommen, gell? Wiederhören. Morgen Stockel. Morgen Hartl, verreist du? Nein, aber sag, kann die Sache vielleicht bei dir dabei deponieren? Ich bin für kein Lager. Es kommt der Ringspruch am Märchen ausgeschmissen. Du bist meine letzte Hoffnung. Gang jetzt vielleicht da, hä? Da ist dahin. Was? Das ist die Stockel, servus Hartl. Vergeist du? Nein. Das ist schwer. Ja. Linda, Leiche ist reingekommen. Tja. Eine Leiche. Ach so. Im Historischen Museum und ein Herr Trautwein hat es gefunden. Okay. Morgen. Morgen. Ah, morgen. Wir haben einen Leiche. Da ist er ja gleich. Verreisen Sie? Nein. Da sind bloß Sachen drin, die ich meinem Vater bringen muss. Dann ist ja gut. Das hätte mir jetzt gerade noch gefehlt. Sie müssen nämlich unserem Herrn Linz zur Seite stehen, bis der Herr Hofer wieder da ist. Wo ist der noch? Urlaub. Grüß Gott, der auch wieder. Grüß Gott. Ich hab's auch deinen Freund in Wien. Ja, aber wenn das so ist, dann kann die vielleicht den Dienstwagen haben. Warum? Sie fahren doch sonst immer mit dem eigenen Wagen. Den braucht meine Frau. Ja, dann müssen Sie das mit dem Fahrdienst regeln. Ja. Willkommen bei der Mordkommission. Wir haben auch gleich einen neuen Fall. Na dann, viel Erfolg, Herr Hartl. Danke. Kann die vielleicht vorher noch zur Fahrdienstleitung? Ja, machen Sie dann. Fangen wir schon mal vor. Hemmo? Ein Dienstwagen. Und warum kommen Sie damit zu mir? Ja, weil die Kollegen aus der Fahrdienstleitung einen Mordschuss vorher haben. Und so geht's schneller, meinen Sie? Meine ja. Und außerdem da ist mir ein riesen Gefallen. Und den Antrag, den habe ich schon ausgefüllt. Schauen Sie. Gut. Frau Ortmann, ich brauche den Wagen gleich. Das geht nicht. Ein, zwei Tage müssen Sie sich schon gedulden. Und was mache ich jetzt? Der Lind und der Morgi sind schon fort. Soll ich jetzt laufen, oder was? Spusi, Dr. Kern, fahren Sie damit. Und wenn die noch da sind? Dann schauen Sie halt mal nach. Und wenn die nicht mehr da sind? Jetzt stellen Sie sich nicht so an, Herr Hartl. Frau Ortmann, bitte schauen Sie, dass Sie sich um meinen Wagen heute noch kümmern. Ja? Frau Ortmann, ich war einer wirklich sehr verbunden. Ich tue, was ich kann. Morgen, haben Sie angerufen? Ja. Auch Kommissar Linz, meine Kollegen, Frau Dr. Kern, Herr Mohr. Grüß Gott. Hermann Trautwein, ich bin hier Kurator. Herr Rassner, er ist Aufseher. Leiter der Aufsicht. Also Oberaufseher quasi. Leiter der Aufsicht. Hab ich ja gesagt. Sie können dann Bescheid sagen. Ja, okay. Wann sagen Sie, haben es gefunden? Der Tatort ist freigegeben. Dankeschön. Um 9:30 Uhr. Was wollten Sie hier unten? Wir wollten zwei Artefakte holen. Und wie heißt der Tote? Dr. Peter Merser. Er war hier auch Kurator. Haben Sie irgendwas Außergewöhnliches gesehen, gehört? Nein, es war wie jeden Morgen. Herr Lien? Ja? Was sind jetzt diese Artefakte? Artefakte? Das sind im Prinzip prähistorische Objekte, deren human-artifizielle Genese außer Frage steht. Werkzeuge und Kunsterzeugnisse aus vorgeschichtlicher Zeit. Ja, genau. Ist er damit erschlagen worden?
Das enthält sie, ja, das ist die Tatwaffe. Was für eine Art von Axt ist das? Eine Keltenaxt. Drittes Jahrhundert AC. AC ist jetzt Antichristum. Vor Christus. Das sieht ja gut. Entschuldigung. Können Sie schon was zum Todeszeitpunkt sagen? Mhm. Postchristum. Vor 1 bis 2 Stunden. Verstehe. Herr Lind, schauen Sie mal her. Das haben wir gerade gefunden. Das könnte jetzt dem Täter gehören, aber auch dem Opfer. Da ist Blut dran. Außerdem ist das eine Axt. Kann es sein, dass das Opfer, also Herr Mercer, das hier getragen hat? Keine Ahnung. Alles belegt, ja. Messe, ich weiß schon, ja. Aber sonst wüssten Sie vielleicht noch wen anders, wer von mir ein Hotelzimmer haben kann. Wer fragen jetzt? Ah, Geringer! Nee, ja, danke, trotzdem. Gell? Für Gott, Geringer, sagt's. Ihr wart jetzt auf Streife gerade, ja? Kannst du es mir vielleicht mitnehmen zum Keltenmuseum? Logisch. Super. Warum, was ist denn mit deinem Wagen? Werkstatt. Au weh. Wie war Ihr Verhältnis zu Herrn Mercer? Wir gingen uns aus dem Weg. Herr Mercer war, wie soll ich sagen, sehr von sich eingenommen. Er wollte vorwärts kommen, mit allen Mitteln. Nicht mein Fall. Waren Sie Konkurrenten? Ja. Inwiefern? Dr. Jaspers, der Museumsleiter, hört bald auf. Für seine Nachfolge waren ich und Herr Mercer im Gespräch. Schrecklich. Ich hab's gerade von deiner Frau erfahren. Frau Weißflug, sie ist hier auch Kuratorin. Das ist Herr Lind von der Kriminalpolizei. Guten Tag. Erschlagen? Mit der Keltenaxt aus dem 3. Jahrhundert, die wir im Tröchtlinger Moos gefunden haben, ja. Mein Gott, wer tut sowas? Wissen Sie, haben das von Frau Trautwein erfahren? Meine Frau ist die Sekretärin von Dr. Jaspers. Sie werden sie gleich kennenlernen. Also, Frau Weißflug, wissen Sie vielleicht, ob Herr Mercer das hier getragen hat? Nein. Wissen Sie es nicht, oder? Er hat es um den Hals hängen gehabt. Das klingt sehr sicher. Ich war bis vor kurzem mit Herrn Mercer zusammen. Bis wann vor kurzem? Letzte Woche. Und wo waren Sie heute Morgen? Zu Hause. Zu Hause. Ja, Herr Moos, seien Sie so nett und nehmen Sie bitte die Personalien von Frau Weißburg auf. Und Sie kommen am besten heute Nachmittag aufs Präsidium. Ich würde mich gerne mit Ihrer Frau unterhalten. Grüß Gott. Wo ist der Name? Weißburg. Ja, schafft es halt. Kripo Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Ja, Herr Hartl Senior, was verschafft mir denn die Ehre? Ihr Sohn? Na, der ist leider nicht da, der ist bei einem Einsatz. Aber Sie brauchen sich wirklich keine Sorgen machen, weil Ihre Koffer sind bei mir in besten Händen. Ja, Ihre Koffer. Ihr Sohn hat gemeint, es wäre ein Missverständnis. Ich richte natürlich Ihrem Sohn aus, dass Sie angerufen haben, gell? Wiederschauen. Komisch. Grüß Gott, Frau Hofer. Grüß Sie, die Frau Ortmann, sorry. Ihr Mann hat mir erzählt, dass er... Bleiben Sie denn? Es tut mir leid, da war kein Wagen da. Entschuldigung, das ist Hauptkommissar Hartl. Herr Trautwein, er ist Kurator hier und seine Frau, sie ist die Sekretärin von Dr. Jaspers, er leitet das Museum. Ja, also Ihr Mann hat ja offenbar ein etwas gespannteres Verhältnis zu Herrn Mercer. Wie stand es mit ihm? Wie ich mit ihm auskam? Ja, genau. Gut. Mhm. Sagen Sie, hat Herr Mercer das hier getragen? Nein, hat er nicht. Woher wissen Sie das so genau? Ich habe das nie an ihm gesehen. So. Ja, haben Sie Herrn Jaspers informiert, dass wir... Ja, natürlich. Herr Jaspers erwartet Sie am Römerboot. Römerboot? 2. Treppe links. Er hat dort einen Fototermin. Alles klar. Danke fürs Erste. Also, passen Sie auf. Das Opfer heißt Peter Mercer. Sie sind die Herren von der Polizei? Richtig. Moment. Hauptkommissar Lind, Kripo Rosenheim, mein Kollege, Herr Hartl. Jaspers. Angenehm. Ist gut. Was haben Sie herausgefunden? Herr Mercer wurde mit einer Keltenaxt erschlagen. Und zwar heute Morgen zwischen 7.30 Uhr und 9.30 Uhr. Wo waren Sie da, Herr Jaspers? Ja,
hier im Büro. Ich bin Frühaufsteher. Nein, ich habe nichts mitbekommen. Auch nichts Ungewöhnliches bemerkt. Wann? Mercer habe ich das letzte Mal gestern Abend gegen 17.30 Uhr gesehen. Wir haben uns kurz auf dem Gang unterhalten. Er wirkte wie immer. Keine Anzeichen einer Irritation. Möchten Sie etwas trinken? Ja, gern. Wie war Ihr... Gut. Wir kamen sehr gut miteinander aus. Er war ein Mann schneller Entschlüsse, wie ich. Er war eloquent. Wie ist Sie? Er hatte eine schnelle Auffassungsgabe und konnte komplexe Zusammenhänge kleinpacken. So wie ich. Wenn es nicht so kitschig klänge, dann würde ich sagen, wir waren Seelenverwandte. Da hatte Herr Trautwein wenig Chancen. Als Ihr Nachfolger. Er hatte keine. Trautwein ist zu introvertiert. Er kommt nicht von seinem Bürosessel hoch. Geschichte muss man heute plastisch präsentieren. Da muss man unter die Leute können. Herr Mercer hat ein Verhältnis mit Frau Weißflug. Ja, die waren bis vor kurzem zusammen. Wissen Sie den Grund der Trennung? Nein. Hat die Frau Trautwein eigentlich auch was mit dem Mercer gehabt? Sie fragen sehr direkt. Komplexe Zusammenhänge kleinpacken. Ja. Ja, ich denke schon, dass da was war. Blicke, Gesten und so, aber ich habe nicht weiter nachgeforscht. Privatsache. Was halten Sie von Frau Weißflug? Beruflich hervorragend. Ein Juwel, voller innovativer Ideen. Die Frau hat Zukunft. Nochmal zu den Trautweins. Wie schätzen Sie das Verhältnis der beiden ein, untereinander? Sie leidet darunter, nur Sekretärin zu sein. Sie giert nach gesellschaftlicher Anerkennung. Sie will unbedingt, dass ihr Mann mich beerbt. Ja. Hey, der Arme. So knallabfall, wo soll er denn jetzt hin? Was brabbelst du da? Am Hartl, sein Vater hat nochmal angerufen. Der hat mit dem Hartl seiner Frau telefoniert. Mei, der Arme. Was ist los? Rausgeschmissen, Hartzen. Oh Gott, kann mich auch mal jemand einweihen? Wie? Frau Hartl hat Herrn Hartl rausgeschmissen? Ja, also der Herr Hartl ist heute Morgen mit Koffern in mein Büro gekommen und hat gesagt, die wären für seinen Vater. Stimmt überhaupt nicht. Sind seine Koffer, seine Frau hat ihn rausgeschmissen. Der Arme schämt sich. Was machen wir jetzt? Ja, gar nichts machen wir. Dem Hartl ist die Sache peinlich, also sprecht man ihn nicht drauf an. Aber wir könnten... Na, nichts können wir, Frau Stockel. Es geht uns nichts an. Und früher oder später muss es uns eh sagen. Bis dahin lassen wir ihn in Ruhe. Wohin so eilig? Ich muss sofort die Sache mit dem Dienstwagen klären. Ja, ja, Frau Stockel, ich habe noch nicht unterschrieben. Was? Herr Rassner, und seit wann machen Sie das mit den Sachen? Seit meiner Pensionierung. Ich war Kunstlehrer. Ja, das ist ja sehr verwandt, gell? Archäologie war schon immer meine Leidenschaft. Ich würde gern mit Herrn Lind sprechen. Wieso? Um ihm etwas zu sagen, natürlich. Das können Sie mir ja sagen. Ihnen? Freilich. Ich wurde zufällig Zeuge, wie Dr. Mercer und Frau Weißflug sich gestritten haben. Wann war das? Vor einer Woche. Den Streit konnte man bis auf den Gang hinaushören. Und warum ist er gegangen? Es ging um einen Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, History Journal. Ich dachte, dass es vielleicht wichtig ist. Ja, auf jeden Fall. Herr Reisner, lassen Sie mich das machen, bitte. Folgendes, die Frau Weißflug, die kommt, die kleine Kommissarin. Herr Reisner, darf ich bitte mal arbeiten? Ja. Danke. Der Herr Reisner hat herausgefunden. Am Hartl seine Frau hat ihn rausgeschmissen. Na, ja. Rausgeschmissen? Wenn ich das sag, seine Koffer hat er bei der Stockel im Büro deponiert. Und jetzt? Ja, der Herr Hartl. Ja, Hartl. Grüß, Erna. Servus, wie geht's Ihnen oder was? Ja, machen Sie sicher Mittag, gell? Du, ja. Ich hätte eine wunderbare Tomatensuppe für dich. So? Also nix Dose. Alles Handarbeit. Ja. Weiß ich was für dich? Ha? Ja, schon. Und vielleicht ein kleines Bier dazu, aus meinem Privatbestand. Bayerisch natürlich. Ja, gern. Bring ich sofort. Und ich bin Luft, oder wie? Hat Tomatensuppe? Nur, wenn es keine Umstände macht. Mein Herr Lind, grüß Sie. Grüß Sie, schön, dass Sie mich wenigstens erkennen. Ich komme gleich.
Und sonst? Ja. 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 Ja, dann muss ich mal wieder. Viel Glück. Ja, danke. Bei was? Der Suppen. Ah. Ciao, ciao. Servus. Merci. Wir kommen da gleich, gell? Ja. Ja, ciao, Bob. Sag mal, du, hast du, oder, kann die bei, oder wissest du vielleicht, wen, wo ich, was? Zimmer kriegen kann? Ach so. Ich vermiete nicht. Sonst, also, suchst du eine Schlafgelegenheit? Ist schon recht, passt schon, gell? Also, im Guten. Ja. Was ist mit meiner Suppe? Du wirst es erwarten können. So, Frau Trotter, wir sind bitte Platz nehmen, die Hauptkommissarin kommen gleich. Gell? Danke. Na, die hat ihn rausgeschmissen, Herrn Hartl. Ja, aber nichts anmerken lassen. Es ist ihm nämlich peinlich, der soll nicht wissen, dass wir das wissen. Anordnung vom 80er. Anordnung vom 80er? Naja, von mir erfahrt er nichts. Ich schweige dienstlich. Ach, Herr Hartl, wie geht's? Kommen Sie voran in Ihren Fall. Ja, nein, also... Wir haben gerade... Verstehe schon. Wird schon, Herr Hartl, wird schon. Herr Lind? Herr Hartl, Ihr Dienstwagen. Gewaschen, gesaugt und vollgeteilt. Frau Hartmann, vielen Dank. Herr Christian. Haben Sie Geburtstag? Nein. Du, Hartl. Die Frau Trautwein, die ist schon im Büro und die Frau Johanna Weißflug, die wartet im Vernehmungsraum. Wo machst du jetzt hin? Wo? Ja, dann vernehmen Sie die Frau Trautwein, ich höre ein bisschen zu und kümmere mich dann um Frau Weißflug. Frau Trautwein, bleib sitzen, bleib sitzen. Schau, Hartl, hab dann Kaffee gemacht, meine Spezialmischung. Das ist aber nicht. Kriege ich auch einen, kann auch eine ganz normale Mischung sein. Hey, das dauert ein bisschen. Ja, Frau Trautwein, Sie haben ein Verhältnis gehabt mit Herrn Merser, gell? Wer sagt das? Der Herr Jaspers, Ihr Chef. Ich höre. Ja. Ein bisschen ausführlicher wäre schon hilfreich. Wir haben einmal miteinander geschlafen. Das war's. Also, so eine Art Ausrutscher. Ja. Herr Adler, ich bin da mal drüben, ja? Ja. Wann war denn der Ausrutscher? Vor einer Woche. Tja. Aber weißt du eigentlich, was hier los ist? Die sind alle so merkwürdig zuvorkommend zu Herrn Adler. Du weißt es nicht. Was? Er wurde von seiner Frau verlassen, beziehungsweise... Sie hat ihn aus der Wohnung geschmissen. Ach, dann sind das seine Koffer. Mich hat man auch so zuvorkommend behandelt, als ich von dir verlassen wurde. Ich habe mir Arbeit mitgenommen. Man weiß ja nie, wie lange man warten muss. Fleißig. Ja, Herr Jaspers hat mir schon erzählt, was für eine Perle Sie sind. Frau Weißflug, wann genau haben Herr Merser und Sie sich getrennt? Letzte Woche? Im guten Einvernehmen? Nein. War vielleicht der Ausrutscher von Herrn Merser der Grund für den Streit? Was für ein Ausrutscher? Der mit Frau Trautwein. Er hatte was mit ihr. Wer sagt das? Frau Trautwein. Frau Trautwein, hat Ihr Mann von dem Ausrutscher gewusst? Ja. Wie hat er es erfahren? Ich hab's ihm gesagt. Einfach so? Ich war wütend auf ihn. Wollte ihn aus seiner Lethargie reißen. Er kennt nur seine Arbeit. Was ich ja erst einmal gut finde, aber jetzt, wo die große Chance ansteht, da kriegt er seinen Hintern einfach nicht hoch. Deswegen schlafen Sie mit dem Mann, der sein ärgster Konkurrent war. Das ist eine sehr ungewöhnliche Methode. Ich dachte, die Wut auf Herrn Merser... würde ihn anstacheln. Und er hätte es ihm heimzahlen sollen, wenn man Posten streitig machen. Ja, und?
halbwegs und in Therapie ist er gegangen. So. Ja. Worum ging es denn bei Ihrem Streit? Ich arbeite an einem Forschungsprojekt, privat, nicht für das Museum. Warum betonen Sie das? Jaspers ist bekannt dafür, dass er sich gern mit fremden Federn schmückt. Er ist maßlos eitel. Es geht ihm nicht um die Wissenschaft, nur um seine Anerkennung. Vorträge halten auf Kongressen, das ist seine Welt. Also Sie haben befürchtet, dass er Ihre Ergebnisse benutzt? Stiehlt, trifft es besser. Letzte Woche ist ein Artikel im History Journal erschienen. Er war von Jaspers. Es war mein Thema und es waren meine Ergebnisse. Haben Sie ihn darauf angesprochen? Ja. Er sagte mir, dass es sich bedauerlicherweise um einen Zufall handelt und auch er hätte geheim an diesem Thema gearbeitet. Ist denn das nicht denkbar? Nein, das ist unmöglich. Das waren genau meine Ergebnisse. Dieser Mann ist sowas von kaltschnäuzig. Wie kam Jaspers dann in Ihre Unterlagen? Ich meine, durch Ihren Freund, Herrn Merser. Ja, es kann ja nur Peter gewesen sein. Er war immer in meiner Wohnung und ich habe ihm meine Manuskripte gezeigt. Haben Sie ihn zur Rede gestellt? Ja. Hat er es zugegeben? Nein, er hat alles abgestritten. Ich konnte richtig sehen, wie er lügt. Warum hat er das getan? Um sich damit bei Jaspers als Nachfolger einzukaufen. Verstehe. Wo der halt wohl übernachtet? Wohl beim Vater. Mein Vater geht nicht, der ist im Heim. Wo ist denn der Herr Hartl? Da unten. Wo fährt denn der hin? Keine Ahnung. Wir hätten ihm ja beistehen müssen. Verstockelt, der Herr Hartl ist erwachsen. Er wird es dann schon sagen, wenn er meint, dass du weit bist. Wo schlaft er halt? Keine Ahnung. Naja, im Auto wird er schon nicht übernachten. Wo schon bist du ein wenig mit mir? Dann wirst du mal schauen, was du für deinen Mensch hast. Zeig mir dann mal, was da was ist. So, die Herrschaften. Stimmt so, gell? Danke. Kann es wirklich schon gehen? Ja, ich muss. Servus. Ja, servus. Sehr gesprächig war der aber nicht. Seine Frau hat ihn auch vor die Tür gesetzt. Was? Ja. Wieso das jetzt? Also, der typische Fremdgänger ist doch das nicht, oder? Stimmt. Wollt ihr noch was? Na danke, ich hab noch. Dann nehme ich noch einen Kaffee. Okay. Der Ärmste. Und bei Erna mit der Frau Ortmann alles wieder im grünen Bereich? Ja, ja, alles bestens. Schön. Hartl? Ja, servus. Servus. Ist alles in Ordnung? Ja, du, alles in Ordnung. Aha. Ja, und was machst du noch heute? Du, arbeiten. Beschatten, weißt du? Ach so, ja, dann. Gute Nacht. Ja, servus. Servus. Ja. Grüß dich, Florian. Was ist denn da los? Beschattung. Beschattung. Servus. Ja, dann wollen wir ihn mal nicht davon abhalten. Na, das geht nicht. Schlafen Sie gut, Herr Lind. Ja. Frau Hofer. Herr Hartl, ich will Sie jetzt nicht in Verlegenheit bringen, aber wir wissen, was passiert ist. Wissen Sie was? Sie kommen jetzt mit zu mir und ihr richtet einer das Gästezimmer her. Sie haben nicht einer keine. Keine Widerrede. Fahren Sie mal hinterher. Guten Morgen. Guten Morgen.
Wie war die Vernehmung gestern? Ging schon. Um zwei habe ich einen Termin bei Herrn Lind. Frau Trautmann. Morgen, Herr Dr. Jaspers. Morgen. Ich musste einen Verdacht äußern. Sie haben mich danach gefragt. Naja, dass Sie... Das ist schon gut. Kann ich Sie was Indiskretes fragen? Wenn es nicht zu indiskret ist. Jetzt, wo Mercer nicht mehr in Frage kommt, hat mein Mann Chancen als Ihr Nachfolger. Tja, leider nicht. Ich habe mich letzte Woche mit dem Stiftungsrat getroffen. Sie haben mir eine Verlängerung meines Amtes angetragen. Ich habe zugestimmt. Was? Mercer wäre es dann auch nicht geworden? Nein. Aber unabhängig davon, Ihr Mann hatte nie eine Chance. Tut mir leid, dass ich das so offen sagen muss. Guten Morgen, Dr. Jaspers. Dr. Trautwein hat mir die Listen der ausgeliehenen Abwahn-Objekte gegeben. Ich habe sie auf Ihren Schreibtisch gelegt. Gut, danke. Rechtsanwalt Keutner? Trautwein hier. Ich hätte gerne einen Termin bei Ihnen. Ich möchte mich scheiden lassen. Ja, der Herr Rassner, schön, alle früh. Was brauchen Sie von uns? Ich möchte mit einem der Herrn Kommissare reden. Sagen Sie es mit mir? Ja, bitte, wie es wollen. Aber ich sage Ihnen leid, es kann dauern, gell? Also gut. Ich habe da was aufgeschnappt. Aha. Könnte wichtig sein. Der Stiftungsrat vom Museum hat dem Herrn Jaspers die Verlängerung seines Amtes angeboten. Ah ja. Und warum ist das jetzt wichtig? Na, vielleicht sollte ich doch. Herr Rassner, bleiben Sie da und erklären Sie mir das. Guten Morgen, Rassner. Guten Morgen, Herr Rassner. Ich möchte gern zu einem der Herren Kommissare. Die sind jetzt um die Uhrzeit noch nicht da. Der Herr Mercer war doch eigentlich als Nachfolger für Jaspers Posten vorgesehen. In der heutigen Ausgabe wird über den Mord berichtet. Und da steht drin, dass die Frau Weißflog dem Jaspers vorwirft, ihr Material für seinen Artikel gestohlen zu haben, der beim History-Journal erschienen ist. Da frage ich mich, wie ist der Herr Jaspers an ihr Material gekommen? Und da fällt mir ihr Streit mit dem Mercer ein, von dem ich Ihnen gestern erzählt habe. Ah, dann hat der Mercer quasi die Frau bestohlen. Und dem Herrn Jaspers die Unterlagen gegeben. Was hat der Herr Mercer im Gegenzug dafür bekommen? Die Nachfolge von Jaspers Posten. Das klingt plausibel. Aber da jetzt der Stiftungsrat anders entschieden hat, hatte der Herr Jaspers ein Problem. Mit einem Mal stand ihm der Herr Mercer bei der Verlängerung seines Amtes im Weg. Können Sie mir folgen? Freilich kann ich Ihnen folgen. Aber woher wissen Sie das von dem Stiftungsrat? Ich war zufällig in Jaspers Büro, als das Frau Trautmann erzählt hat. Du Michi, dann hatte der Jaspers ein handfestes Motiv. Würde ich sagen. Aber Herr Rassner, da hängen Sie Ihren Chef ganz schön hin. Ja. Und warum? Das bin ich dem Mercer schuldig. Er war der einzig fähige Mann in dem Laden. Er hat die Frau Weißflug bestohlen, seine Freundin. Das ist sehr fähig. Manchmal heiligt der Zweck die Mittel. Morgen. Guten Morgen, Herr Lind. Der Herr Rassner hat eine sehr interessante Geschichte auf Lager. Aha, da bin ich ja gespannt. Jo, mei. Kaffee oder Tee? Ein Kaffee, wenn es keine Umstände macht. Weich oder hart? Ja, ei. Also, hart. Wie Hartl. Ja. Sagen Sie, Bruder, hat der das jeden Tag so? Na, bitteschön. Gibt's das bei einer nicht? Bis es meine Frau ist, immer schon weg gewesen, wie ich aufgestanden bin. Der hat recht früher zur Arbeit müssen. Und auf die Idee, mit ihr aufzustehen, sind Sie nie gekommen? Nein. Hätte ich wohl besser da sein, hä? So wie vieles andere auch. Darf ich fragen, wieso sie einer den Stuhl vor die Tür gestellt hat? Ich meine, Sie sind doch eigentlich ein recht verträglicher Mensch. Verträglich, ja, leider. Da steckt sie schon drin. Was? Dass ich träge bin. Das wirft sie mir schon lang vor. Träge? Oh. Ja. Und jetzt hat sie sich so ein Bücherl gekauft, so ein philosophisches. Und es liest Tag und Nacht die sieben Todsünden, heißt das. Kennst du das?
Nein. Na, auf jeden Fall, da steht drin, dass neben Hochmut und Neid und Geiz, dass da Trägheit, dass das quasi das Schlimmste ist. Was soll ich denn machen? Da bin ich echt überfragt. Na, und ihr erst? Hättest vielleicht noch ein Stück Zucker für mich? Ja, da. Dankeschön. Bitte, langsam. Ja, vielen Dank für die offene Auskunft, Dr. Keutner. Danke, wiederhin. Also der Vorsitzende vom Stiftungsrat hat bestätigt, was Rassner gesagt hat, nämlich, dass Jaspers im Amt bleiben soll. Herr Jaspers! Gut. Kleinen Moment, bitte. Hat die Durchsuchung von Mersers Wohnung noch irgendwas ergeben? Nein, eigentlich nicht. Nur, das haben die Kollegen gefunden, das ist ein Beleg für Fotos, die der Merser zum Entwickeln gegeben hat. Das ist ein Urlaubsschmarrn, das ist. Ja, schauen wir mal. Gut. Danke. Wiedersehen. Herr Jaspers, grüß Sie. Und, nehmen Sie an. Was? Man hat Ihnen doch letzte Woche die Amtsverlängerung angeboten, nicht wahr? Woher wissen Sie das? Ich habe mit dem Vorsitzenden des Stiftungsrats telefoniert. Sie haben sich eine Woche Bedenkzeit erbeten. Ich nehme mal an, Sie nehmen an. Er hat mir auch erzählt, dass Ihr hervorragender Artikel in History Journal ausschlaggebend war für die Amtsverlängerung. So? Ja, sogar so, dass die Stiftung einen Herrn Merser nicht mehr wollte. Nehmen Sie doch bitte Platz. Wissen Sie, da drängt sich mir ein Gedanke auf. Mal angenommen, dieser Artikel stammt gar nicht aus Ihrer Feder. Jetzt kommen Sie mir bloß nicht mit den haltlosen Unterstellungen der Frau Weißflog. Sondern aus der Feder von Frau Weißflog. Und Herr Merser hat Ihnen das Material beschafft. Das ist barer Unsinn. Wir haben zufällig über dasselbe... Was hat er denn für seine Dienste bekommen? Etwa die Zusage, Ihr Nachfolger zu werden? Ich sehe das so. Als Ihr Artikel einschlug und man Ihnen die Amtsverlängerung anbot, was ungewöhnlich ist, da Sie in Ihrem Alter normalerweise in Ruhestand gehen müssten, da standen Sie plötzlich vor einem Dilemma. Muss ich mir das anhören, Herr Lind? Ja, das müssen Sie sich anhören. Auf der einen Seite war der Deal mit Merser und auf der anderen Seite die Möglichkeit, selbst im Amt zu bleiben. Was tun? Ich bringe ihn um. Darauf wollen Sie doch hinaus. Ja. Vielleicht kann ich ihn jetzt mal eben. Ja, dann warten Sie bitte draußen, Herr Jaspers. Thomas, bist du so nett? Glauben Sie das wirklich? Ja, das glaube ich. Ist das nicht ein bisschen arg verzwickt? Verzwickt. Für mich sind Mordmotive einfacher gestrickt. Habgier, Eifersucht, Rache, sowas. Das sagen Sie wohl als erfahrener Mordermittler. Das war jetzt unter der Gürtellinie. Tut mir leid. Frau Stockel. Ja? Haben Sie die Frau Weißflug schon herbestellt? Ja, hab ich. Wieso jetzt die schon wieder? Weil die auch ein Motiv haben könnte, Herr Hartl. Und zwar ein noch viel verzwickteres. Wo ist denn die Zeitung? Übrigens, Herr Merschow. Bitte. Danke. Hier, schauen Sie. Hier ist der Artikel über den Mord an Merser. Und genau daneben das Interview mit Frau Weißflug. Das ist doch kein Zufall, oder? So, die Frau Weißflug war auch da. Ich hab's im Vernehmungsraum weggesteckt. Sehr gut. Kommen Sie mit? Ja, gut. Du, Hartl? Ja? Der Ringsburger vom Einbruch hat angerufen und wollte sprechen. Ja, später. Er hat aber gesagt, es handelt sich um deinen Fall. Ja, hat er was angedeutet? Na. Ist nicht schlecht, oder? Der Jasper springt im Viereck. Ja, kannst du vielleicht zum Ringsburger gehen? Ich muss noch zur Vernehmung von der Weißflug. Alles recht. Du, Hartl, was, dass ich noch vergessen habe? Die Fotos muss ich abholen. Aber zum Ringsburger gehst du schon zuerst. Ja, freilich. Jaspers, ich darf jetzt hier ein Tresschen. Ja. Haben Sie heute schon Zeitung gelesen? Nein. Nein? Sie haben doch ein Interview gegeben. Ja. Servus. Und in diesem Interview haben Sie gesagt, wie schlecht die Stimmung im Museum ist,
der tote Herr Merser ihr Freund war, der sie bestohlen hat, alles Herrn Jaspers gegeben hat, damit der seinen Artikel schreiben kann. Ja. Haben sie aber große Bühne für ihr Anliegen gefunden, gell? Wie gesagt, es war meine Chance, um... Ihre Sicht der Dinge darzulegen, ja. Und nebenbei konnten sie Jaspers so richtig bloßstellen und sich selbst als Opfer der Intrige hinstellen. Was heißt hier hinstellen? Ich bin das Opfer einer Intrige. Vielleicht hat das Opfer ja zurückgeschlagen. Ich kann Ihnen jetzt nicht folgen. Sie wurden bestohlen, haben sich gerecht, eine Bühne gesucht und gefunden. Sie glauben, ich habe Merser getötet, um... Um Ihrem Plagiatsvorwurf Gehör zu verschaffen. Ohne den Tod von Herrn Merser hätte sich nicht mal ein verstaubter Historiker für den Fall interessiert. Für diese haarsträubende Theorie brauchen Sie eine gute Beweisführung. Was haben Sie sich dabei gedacht? Tun Sie doch nicht so scheinheilig. Das ist Rufmord, ich werde Sie verklagen. Ich bitte darum, dann kommt wenigstens die Wahrheit vollständig ans Licht. Sie sind die längste Zeit in meinem Institut gewesen. Wer hier geht, das wird sich noch rausstellen. Apropos, Sie können jetzt gehen, Herr Jaspers, danke. Bitte. Harten, der Regensburger hat einen Artikel gelesen von dem Mordfall. Für uns? Der Merser war vor 3 Wochen bei ihm und hat eine Aussage gefunden. Der Merser? Ja, der Merser. Es ist nämlich folgendes. Das Museum wollte einen Keltengrab freilegen und der Merser wollte, dass die Polizei das beschattet. Wieso? Grabräuber. So. Ja, und? Ja, der Regensburger hat natürlich gesagt, dass das nicht geht, weil so eine Ausgrabung, die dauert Monate, da kannst du nicht jeden Tag die Polizei aufstellen. Hat er schon recht. Beim Merser haben wir ja eh nichts gefunden. Na, dann mal. Sie fixen einmal, jetzt habe ich schon wieder die Fotos vergessen. Zeitung. Danke. Stockel, sag mal, wer weiß nicht, das alles, dass ich auch am Nass geflogen bin? Eigentlich Olli. Olli? 80 Jahre. Herrlich. Ja. So was haben Sie jeden Tag. Ja. Könnte man schon neidig werden. Haben Sie keinen so einen schönen Ausblick? Nein. Ich schaue auf einen Kirchturm. Marion wollte ihn umziehen, aber träge halt. Okay, jetzt wird's eng. Mit was? Mit dem Essen. Hallo, die Herren. Ist gut, Frau Marie? Grüß euch. Hallo, Bruder. Was gibt's denn gut? Was eine Bratnockelsuppe. Bratnockelsuppe? Ja, und danach ein Tafelspitz vom Jungrind in Schnittlauchrahmsauce mit Schwenkkartoffeln. Warum habe ich eigentlich keine Frau, die mich rausschmeißt? Also, Entschuldigung. Wollt ihr auch was? Nein. Wieso nicht? Ich schau mal, was sie machen lässt. Hartl. Ja. Hartl, schau mal her. Das sind die Fotos, die der Merser zum Entwickeln gebracht hat. Entschuldigung. Ja, moin. Ja, Frau Knierretter, danke vielmals für den Rückruf. Das ist ja der Rassner. Was macht denn der da? Als Aufseher vom Museum ist er doch immer über Stand und Ort der Ausgrabung informiert gewesen. Habt ihr seine Wohnung schon durchsucht? Wir brauchen noch den richterlichen Beschluss. So, also die Suppen können reichen, nur beim Tafelspitz. Da sehe ich schwarz. Das ist ja auch ganz wenig. Und den richterlichen Beschluss haben wir auch. Ja, dann, Herr Mohr. Na, worauf warten Sie? Suppe. Michi. Ich fahre im Verzug. Oh nein. Servus, Frau Marie. Servus. Grüß dich. Jetzt klauen Sie für uns. Bitte, Herr. Ja, na gut. Kennen Sie das? Das haben Sie mir gestern gezeigt. Und ich habe Sie auch gefragt, ob Sie wissen, wer das getragen hat. Können Sie es mir jetzt sagen? Nein. Aber wir können Ihnen das sagen. Das ist doch Ihr Foto, Alter, oder? Das und das sind doch Sie, oder? Offensichtlich. Und sehen Sie das auch? Da. Das ist vielleicht besser. Ach so. Das Amulett vom Tatort gehört eindeutig Ihnen. Na gut. Dann habe ich dort verloren. Und? An dem Amulett war Mersers Blut. Sie haben ihn erschlagen. Weil der Herr Merser Sie beim Grabräubern erwischt hat.
Er hat mich zur Rede gestellt, im Lager. Mein Gott, wegen denen paar Scherben, die tun doch keinem weh. Aber er wollte mich unbedingt beim Jaspers hinhängen. Das hätte Sie Ihren Job gekostet. Ich liebe meine Arbeit. Das ist mein Leben. Und der wollte alles kaputt machen. Ich habe ihn angefleht. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht damit handle, dass ich sie für mich haben will. Für mich, für meine kleine Sammlung. Nix, nix. Er blieb stur. Und dann habe ich durchgedreht. Herr Lassner, gehen wir's bitte mit. Tanzelind, nicht verzwickt. Ganz einfach. Anfängerglück.